Wie stehen die Chancen der Ukraine 2 Jahre nach Kriegsbeginn? Wie lange hält das Land noch durch? Und wie realistisch sind gerade jetzt Friedensverhandlungen? Diese Fragen möchte ich heute diskutieren mit Claudia Major, der Leiterin Sicherheitspolitik an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herzlich willkommen. Dankeschön. Mit dem linken Politiker Gregor Gysi. Herzlich willkommen. Und mit meinem Spiegelkollegen Christoph Reuter, der gerade erst von einer Recherchereise aus der Ostukraine zurückgekommen ist. Danke. Ja, Herr Reuter, es ist erst ein paar Tage her. Wo genau waren Sie unterwegs und welche Beobachtungen haben Sie vor Ort in der Ostukraine gemacht? Wir waren südlich von Bachmut, dieser alt umkämpften Stadt in Toretsk, bei der Infanterie, ganz vorne an der Front. Und in Kremnina, ein bisschen weiter nördlich, in so einem Wald, der aussieht wie Ypern, völlig zerschossen. Und da haben die Ukraine ihre Unterstände. Es sieht nicht gut aus, weil es gehen 2 Dinge zur Neige. Das eine ist Artilleriemunition. Ganz simple Dinge wie 120 mm Granaten, die in der Anschaffung 60, 70 Euro kosten. Von denen aber beide Seiten natürlich Tausende verschießen jeden Tag. Und die Ukraine haben jetzt nicht mehr viele. Und das andere ist, das Personal geht zur Neige. Ukraine, sehen Sie hier zum Beispiel an der Front? Ja, das war in bei Toretsk an dieser, Hügelposition. Es melden sich immer weniger Ukrainer freiwillig zur Armee oder kaum noch, weil in Kiew, in den großen Städten, im Rest des Landes wird Normalität aufrechterhalten. Und dann fragen sich die Leute, ja, aber warum soll ich denn mein Leben opfern, wenn das normale Leben weitergeht? Es war jetzt Ihre 5. Reise in die Ostukraine. Wir haben gesehen, Sie hatten also da Kontakt zu den Soldaten an der Front, haben mit ihnen geredet. Wie war deren Gemütsverfassung? Stoisch, zynisch. Die sagen, wir machen hier weiter, wir geben nicht auf. Aber von meinen Freunden von früher, mit denen rede ich nicht mehr, die verstehen mich nicht, ich verstehe die nicht. Wir sterben hier für die und die schicken mal ein Instagram-Like. Mhm. Das ist, die Gesellschaft gleitet auseinander. Die weitermachen, die sich beteiligen. Und ich, menschlich kann ich jeden verstehen, der sagt, ich will da nicht kämpfen. Das ist furchtbar. Das ist absolut furchtbar. Und es sterben sehr, sehr viele. Aber die Frage, die sich die Ukraine natürlich stellen muss, ist, was wollen wir am Ende? Wie viele Opfer sind wir bereit zu bringen? Und natürlich die Bitterkeit darüber, dass sie da sitzen und sagen, naja, unsere Artillerie, das sind jetzt nur noch Drohnen. Weil wir kriegen zu wenig geliefert. Mhm. Wirkt sich das auf die Kampfmoral aus, Ihrer Meinung nach? Nein, es wirkt sich darauf aus, wie viel leben dann noch, die eine Stellung verteidigen. Das ist ganz prosaische Mengenlehre. Wenn dann nur noch 30 Mann stehen und die Russen greifen mit 500 an, geht es schlecht aus für die Stellung. Frau Major, der ukrainische Oberbefehlshaber hat gerade einige Teilrückzüge angekündigt, unter anderem aus der Kleinstadtnähe Donezk-Adiewka. Wie ist Ihre Sicht auf das Gesamtgeschehen? Wie läuft es derzeit für die Ukraine? Herr Reuter hat es eben schon gesagt, die Lage ist außerordentlich angespannt. Die ist unheimlich schlecht für die Ukraine. Sie haben viele von den Gebieten, die Sie im letzten Jahr unter enormen Einsatz erobert haben, die haben sie jetzt wieder verloren. Im Zuge der Offensive im vergangenen Jahr? Die haben sie wieder verloren. Sie haben enorm hohe Verluste, eben weil sie auch teilweise die Munition nicht haben. Und einfach, also man redet von einem Unterschied von oder einer russischen Überlegenheit, teilweise von 1:3, teilweise 1:7, je nach Frontabschnitt. Aber es ist völlig klar, ihnen fehlt schlicht die Munition, ihnen fehlt die Flugabwehr. Das heißt, sie sind dem auch relativ schutzlos ausgeliefert, plus die Personalprobleme. Das ist die Lage an der Front. Und Sie wissen auch aus den Planungen und aus den Berichten der westlichen Staaten, dass sich die Situation nicht schnell verbessern wird, weil die Industrieproduktion in den westlichen Staaten zu spät hochgefahren wird und wahrscheinlich erst am Ende des Jahres kommen wird. Man sieht die Blockade in den USA, wo das Paket festhängt und auch nicht klar ist, wie es weitergeht. Das heißt, die Lage ist dramatisch und es ist gerade wenig Besserung in Sicht. Und dazu kommt ein weiteres Element, dass Russland systematisch die Angriffe auf das ganze Land, die Luftangriffe auf das ganze Land fortsetzt und ganz bewusst auch zivile Ziele, wie auch in der Vergangenheit, schon angreift. Dann mal ganz konkret gefragt, sehen Sie, Sie haben die Besonderheit dieses Jahres 2024 skizziert. Sehen Sie eine Gefahr, dass die Ukraine
schon in diesem Jahr sagen kann, wir können nicht mehr? Ich bin da bei Herrn Reuter, dass wenn man sich die Umfragen in der Ukraine ansieht, dass eine Mehrheit immer noch für ein Weiterkämpfen plädiert und auch ein Land-gegen-Frieden-Deal ablehnen, weil sie sagen, es hat in der Vergangenheit nicht funktioniert. Land gegen Frieden hat 2014 nicht funktioniert. Und wenn wir aufhören zu kämpfen, dann haben wir ja nicht Frieden, sondern dann sind wir wahrscheinlich unter russischer Besatzung und werden vernichtet, wie es in Butscha, Irpin, Mariupol, Isjum der Fall ist. Und deswegen war mein Eindruck jetzt auch von den Gesprächen, die ich in der letzten Zeit hatte, die Verzweiflung, dass sie eigentlich keine andere Wahl haben, außer weiter zu kämpfen, gleichzeitig aber aufgrund der fehlenden westlichen Lieferungen sie gar nicht weiter kämpfen können. Wenn die Munition fehlt, wenn die Luftverteidigung fehlt, wenn die Wartung nicht da ist, die Ersatzteile nicht da sind, die elektronische Kriegsführung, also wenn es eigentlich an allem fehlt. Und das ist, glaube ich, die Frage, die daraus resultiert ist, wie lange halten sie es durch? Ich weiß es nicht. Ich war beeindruckt von den Gesprächen, die ich hatte, die sagen, was sollen wir denn machen? Wir haben ja keine Wahl, außer weiterzumachen. Mhm. Herr Gysi, Sie haben auf einem Landesparteitag Ihrer Partei der Linken im Januar gesagt, weder Russland noch die Ukraine hätten eine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Militärisch zu gewinnen. Wenn Sie das so hören, sieht es dann nicht doch zynischerweise gut aus, gerade für Russland? Ja, man darf das aber auch nicht überschätzen. Sie haben natürlich eine ganz andere Waffenproduktion, eine eigene. Außerdem haben sie eben sehr viel mehr Menschen. Das darf man auch nicht vergessen. Und die NATO darf ja nie Soldaten hinschicken, denn dann hätten wir den Dritten Weltkrieg. Den kann sich nun auch keiner leisten. Jetzt haben sie schon darauf hingewiesen, was in den USA blockiert wird. Dann darf man nicht vergessen, es gab jetzt Kritik von Scholz an Großbritannien und Frankreich, dass wir viel mehr bezahlen und zur Verfügung stellen als diese beiden Länder. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Habe ich in der FAZ gelesen. Aber heute im Ausschuss hatte ich den Eindruck, dass es doch stimmt. Die Kritik wurde wiederholt von der Regierung. Alles komplizierte Situationen. Nur, ich sage immer Folgendes, jetzt ist es trotzdem ein Stellungskrieg. So viel haben sie ja nun auch nicht erobert, Russland. Sie werden nicht die ganze Ukraine erobern können. Ich glaube, das haben sie selbst inzwischen begriffen. Aber das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir jetzt, gerade weil es so ein Stellungskrieg ist, so schnell wie möglich dringen müssen auf einen Waffenstillstand mit Verhandlungen. Wenn man militärisch das Donbass-Gebiet nicht zurückbekommt, dann kann man es nur durch Friedensverhandlungen zurückbekommen. Mhm. Und da habe ich noch eine Bemerkung, meine letzte. Ja. Wenn wir es nicht machen, wenn wir warten, bis vielleicht Trump Präsident ist, der macht dann ein Ende des Krieges, aber zum schweren Nachteil der Ukraine. Jetzt könnten wir noch versuchen, Bedingungen zu setzen, dass die Ukraine auf Territorium auf keinen Fall bei Friedensverhandlungen verzichten muss. Was Trump sagt und wie realistisch Verhandlungen sind, diskutieren wir alles noch. Ich würde gerne noch mal zu Ihnen und Ihrer Erfahrung auf der Reise kommen, Herr Reuter. Sie waren natürlich nicht nur an der Front, nicht nur in der Ostukraine, sondern allein um dorthin zu kommen, auch in Kiew. Sie haben es schon angedeutet, aber wie ist die Sicht der Menschen dort auf das Kriegsgeschehen und die Stimmungslage in der Stadt? Normal. Kiew ist, klingt vielleicht komisch, aber die Leute haben sich an gelegentliche Angriffe gewöhnt. Auch daran gewöhnt, dass es mehr Angriffe sind als vor einem Jahr. Aber die Restaurants sind voll, es gibt neue Restaurants, die Supermärkte sind voll. Die Gefahr, die ich sehe, ist dieser Selbstbetrug, diese Illusion zu glauben, das wird irgendwie so weitergehen, weil da unten diese Frontverläufe haben sich ja gar nicht so sehr verändert. Und wie Major zu Recht sagte, wir können nicht aufgeben, weil wir haben keinen, mit dem wir wirklich Verhandlungen führen können. Putin will ja gar nicht verhandeln. Wir müssen weiterkämpfen, aber dann alles daran zu setzen, nur ja nicht selber eingezogen zu werden. Und das ist ein enormer Punkt des Zornes, unter denen, die an der Front sind, den man nicht unbedingt wahrnimmt, wenn man nur von außen auf dieses Land schaut, weil in allen Umfragen sagen 80-90% weitermachen. Aber was das heißt, das machen sich viele selbst nicht klar. Kann ich noch mal einen Punkt aufnehmen? Ich finde das immer so ein bisschen schwierig zu sagen, wir müssen jetzt verhandeln, aus zwei Gründen. Das eine ist, wenn wir davon ausgehen, dass die Ukraine ein souveräner Staat ist, und darum geht es ja in diesem Krieg, dass sie als souveräner Staat überleben möchte, ist es die Ukraine, die entscheidet, wann sie verhandeln möchte. Und nicht wir, die wir sagen, jetzt reicht's.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist, das setzt ja voraus, dass es auf der anderen Seite einen gibt, der Interesse an ehrlichen Verhandlungen hat. Das haben Sie eben angesprochen. Und Russland hat sehr klar gemacht, dass sie mit der aktuellen Regierung gar nicht verhandeln wollen, sondern dass sie momentan viel mehr darauf setzen, dass sie länger durchhalten als der Westen und noch mehr von der Ukraine erobern können. Also das Interesse, den Krieg aufzuhören, sehe ich gerade in den offiziellen russischen Verlautbarungen nicht. Im Gegenteil, die Angriffswelle geht ja weiter. Wenn man sich gerade auch die Region Kupjansk anguckt, dann heißt es nämlich nicht nur die 4 völkerrechtswidrig annektierten Gebiete, sondern sogar die Region Charkiw noch. Das heißt, es geht ja Russland nicht darum, sich nur so in Anführungsstrichen nur 4 Gebiete zu nehmen, sondern die Ukraine als Staat an sich abzuschaffen. Und deswegen ist natürlich das Ziel, diesen Krieg zu beenden. Ich glaube, da sind sich ja alle einig. Aber die Frage ist, wie kann der Krieg beendet werden mit einer souveränen Ukraine? Und deswegen, glaube ich, ist für uns, ganz kurz noch, ist für uns, glaube ich, so wichtig zu verstehen, solange Russland seine Ziele nicht verändert hat und solange Russland immer noch das Ziel hat, die Ukraine als souveränen Staat abzuschaffen, und davon deutet nichts darauf hin, dass sich das verändert hat, und solange sie die Fähigkeiten haben, und die bauen sie auf mit Kriegswirtschaft, mit Mobilisierung, solange wird es keinen verlässlichen Frieden geben. Das müssen wir uns abschminken. Da aber die Frage an Herrn Gysi: Was glauben Sie denn, welches Ziel Russland inzwischen hat? Ich glaube, dass sie eigentlich unbedingt das Donbassgebiet behalten wollen und natürlich die Krim. Aber ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht im Kreml. Ich kann das letztlich nicht beurteilen, was in deren Köpfen vorgeht. Aber schon das geht nicht, sage ich mal. Also diese Vorstellung darf man nicht realisieren. Ich möchte zunächst ihm recht geben. Ich war ja auch in Kiew und so weiter und habe mich gewundert, wie gelassen die Leute sind, sogar gut gelaunt und geduldig. Der Zug steht 3 Stunden, das macht denen gar nichts aus. Also ich wünschte mir, dass wir mal so wären, nicht erst im Krieg, sondern schon unabhängig davon. Das können wir alles nicht an den Tag legen. Aber ich möchte Ihnen im folgenden Punkt widersprechen. Wenn wir diesen Ausgangspunkt nehmen, sagen wir 10 oder 20 oder 30 Jahre Krieg nehmen wir hin. Das ist meines Erachtens überhaupt nicht machbar. Und natürlich muss die ukrainische Seite darüber entscheiden. Das habe ich nie bestritten. Aber wir könnten doch, der Westen könnte doch sagen, also wir natürlich nach Rücksprache mit der ukrainischen Regierung, wir machen der russischen Führung ein Angebot, vorübergehend, ich werde gleich sagen, warum vorübergehend, liefern wir in 48 Stunden keine Waffen mehr an die Ukraine, wenn sie in 48 Stunden mit einem Waffenstillstand einverstanden sind. Wenn dann Putin Nein sagt, sagt er, liefert mal weiter Waffen. Das wird ihm schwerfallen. Wenn er Ja sagt, haben wir erstmal eine Waffenpause und dann müssen Verhandlungen beginnen, dann müssen auch Dritte vermitteln und dann muss man von vornherein sagen, ein Territoriumsverzicht wird es nicht geben. Wenn Putin wirklich vorhat, die ganze Ukraine zu erobern, dann würde er auf das Angebot nicht eingehen zum Waffenstillstand. Aber wir versuchen es ja nicht mal. Verstehen Sie, noch nie gab es eine solche, nach Rücksprache natürlich mit der ukrainischen Führung, ein solches Angebot. Und ich sage noch mal, der Trump ist wild entschlossen, das auf seine Art zu beenden. Und die wird viel schlimmer, als wenn wir jetzt initiativ werden und wirklich einen Waffenstillstand schaffen und zu verhandeln. Frau Major, jetzt hat Herr Gysi doch etwas relativ Konkretes skizziert. Wie realistisch hielten Sie den Gysi-Plan, so nenne ich es jetzt mal? Da ist ein totaler Geburtsfehler drin. Wenn Sie den Ukrainern die Waffen wegnehmen und die Russen können sie behalten. Ja, aber trotzdem, auch wenn das nur vorübergehend ist, Russland kann seine sämtliche militärische Ausrüstung behalten, so habe ich Sie verstanden. Und die Ukrainer kriegt keinen Nachschub mehr. Dann geben Sie der russischen Besatzung preis. Wenn Sie nicht mit einem Waffenstillstand einverstanden sind und der nicht stattfindet oder verletzt wird, gibt es selbstverständlich wieder Waffen. Es ist ja nur, um erstmal den Waffenstillstand zu erreichen. Na, ich würde ja sagen, in 48 Stunden hören wir auf, Waffen zu liefern, wenn ihr zum selben Zeitpunkt bereit seid, einen Waffenstillstand zu machen und keinen Schuss mehr fällt. Was wäre falsch daran, dieses Angebot zumindest mal an die Kreml zu unterbreiten? Liefern wir selbstverständlich weiter Waffen. Und nach einer Weile müssen wir die Ukraine wieder aufrüsten, auch Sicherheitsgarantien machen, weil ja Russland bei einem Waffenstillstand auch wieder aufrüstet. Das ist mir schon klar. Lassen Sie Frau Major mal reagieren. Mein Wort wichtig vorübergehend. Nur um einen Waffenstillstand zu erreichen und dann in Verhandlungen über all das zu reden, was Sie jetzt angesprochen haben. Was Sie da vorschlagen, ist ein totales Ungleichgewicht. Sie lassen Russland die Angriffsfähigkeiten und der Ukraine nehmen Sie die Verteidigungsfähigkeiten weg. Nach all dem, was wir in den letzten 10 Jahren und 2 Jahren gesehen haben. Wenn Sie sagen, Waffenstillstand, die Ukraine kriegt keinen Nachschub, während Russland fleißig weiter produziert, dann verbessern dann Sie die Möglichkeit. Deshalb habe ich gesagt, vorübergehend.
um den Waffenstillstand zu erreichen. Das ändert aber an der aktuellen Situation enorm viel. Dann kann man mit Russland verhandeln und sagen, wenn ihr jetzt aufrüstet, das kriegen wir ja mit, rüsten wir auch die Ukraine wieder auf. Also das heißt, ich bin noch dann in einer anderen Situation bei Waffenstillstand. Wenn er Nein sagt zu dem Waffenstillstand, na gut, dann gehen auch die Waffenlieferungen weiter. Was sagen Sie zum Gysi-Plan? Sorry, aber das klingt wie am grünen Roulette-Tisch überlegt. Weil was wird Russland sagen? Sie werden weder Ja noch Nein sagen. Sie werden sagen, das klingt interessant, aber wir brauchen 36 Stunden und vielleicht noch eine Woche länger, um darüber zu beantworten. Nein, dann liefern wir die Waffen. Ja, aber das geht ja doch nicht so einfach. Sie wissen, die Initialhandlung zu sagen, wir liefern da jetzt nicht mehr, bis Moskau sich entschieden hat. Nein, nicht bis. Wir setzen die Frist. Wir sagen, entweder gibt es einen Waffenstillstand zu der Stunde und ihr seid einverstanden, ansonsten liefern wir weiter was Waffen. Machen Sie dann, wenn Moskau sagt, ist eine super Idee, wahrscheinlich sagen wir ja, aber wir brauchen ein bisschen mehr Zeit. Ja, dann haben Sie Pech gehabt. Und im Endeffekt schreiben Sie damit die aktuelle Frontlinie fest. Und Sie lassen Russland... Ja, das stimmt. Aber Sie haben ja gerade eben selber gesagt, das darf man eigentlich nicht machen. Sie haben eben selber gesagt, die Territorialgewinne... Ich darf das Territorium nicht überlassen in den Verhandlungen. Das heißt, es darf keinen Verzicht auf Territorium durch die Ukraine geben. Das ist der Punkt in den Verhandlungen. Und ich habe ein Interview von Gerhard Schröder gelesen, der, naja, gut, dann sage ich es nicht, aber ich finde, man muss es trotzdem lesen und ernst nehmen, der von der ukrainischen Seite nach Beginn des Krieges um Vermittlung gebeten ist. Das hat er in der Berliner Zeitung gegeben. Und dann war er in Istanbul und hat verhandelt für Selenskyj mit dem Mann, der heute der Verteidigungsminister ist. Den hat Selenskyj geschickt und ein Gesandter von Russland. Und dann haben sie sich verständigt und dann hat Biden Nein gesagt. Warum hat Biden Nein gesagt? Ist mir völlig klar. Weil Russland hat den schwerwiegenden Fehler eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges begangen und er hat sich gesagt, den Fehler nutze ich jetzt, um dauerhaft Russland zu schwächen. Und das war eine geopolitische Fehleinschätzung. Haben Sie mit Biden gesprochen? Also woher Nein. wissen Sie, dass das so stimmt? Hat Schröder gesagt. Mhm. Da bin ich gesagt, das ist von mir. Als Wissenschaftlerin haben Interview. Wir das Drei-Quellen-Prinzip. Und Moment. Und ich war bei der Chefin für Politik bei der US-Botschaft. Die hat mich eingeladen, 2 Wochen nach Beginn des Krieges. Und da habe ich sie gefragt, was sie glaubt, dass aus BRICS wird. Also dem Wirtschaftsbündnis Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Und da hat sie zu mir gesagt, darüber haben sie in Washington gesprochen, da wird sich nichts verändern, weil die Widersprüche zwischen Indien und China zu groß sind. Ich habe meine Zweifel geäußert. Jetzt entsteht da ein Block des Südens gegen Nordamerika und gegen Europa, was ja geostrategisch wieder eine völlige Fehleinschätzung war, dass man damit nicht gerechnet hat. 2 Wochen nach Beginn des Krieges habe ich danach gefragt. Und sie hat das gesagt, nee, da wird nichts passieren. Aber das war alles vor Butcher. Das war alles. Ja. Es gab Verhandlungen, da haben alle offen drüber geredet. Selenskyj hat die Delegation ausgeschickt. Alle wollten verhandeln. Herr Reuter, Sie waren damals in Irpin vor Ort. Ja. Wir waren nicht, oder Kollegen waren dann in Butcher und haben die Leichen alle 5 Meter auf der Straße gesehen. Das war aber das Fanal dann Ende März, dass auf ukrainischer Seite gesagt wurde, okay, es gibt nichts zu verhandeln. Also ich glaube, dass es eine fundamentale Fehlannahme ist. Und alles, was wir die letzten 2 Jahre gesehen haben, oder die letzten 10 Jahre, unterstützen das, dass Russland ein Interesse hat, diesen Krieg zu beenden und die Gebiete über Verhandlungen zurückzugeben. Es gab die letzten 2 Jahre mehrfach die Möglichkeit von russischer Seite zu sagen, wir wollen aufhören, wir wollen verhandeln, wir wollen uns zurückziehen. Russland hat es nicht gemacht. Alles, was sie militärisch und politisch machen, zeugt davon, dass sie... Wie bitte? Die Gegenseite hat es auch nicht. Die Ukraine befreit ihr eigenes Territorium. Das ist ein himmelweiter Unterschied, ob sie in ein anderes Land überfallen und annektieren oder ob sie ihr eigenes Gebiet befreien wollen. In Istanbul hatten sie sich schon verständigt. Und wir reden jetzt über ihren aktuellen Plan. Sie haben gerade gesagt, auch vor Butscha habe es die Bereitschaft nicht gegeben. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also zumindest nach dem Interview von Schröder, der sagt, sie hatten ein Ergebnis erzielt. Und das ging an Putin und das ging an Selenskyj. Und gescheitert ist es nicht an den beiden, sondern an beiden. Das ist Schröders Erzählung. So, das weiß ich nicht, das ist Schröder. Aber er muss ja nicht lügen, wenn er solche Verhandlungen geführt hat. Denn die gibt es ja noch, die Verhandlungsführer. Also der Gesandte kann sich äußern und der Verteidigungsminister kann sich auch äußern. Er hat nicht widersprochen bisher. Aber abgesehen davon, das ist mir gar nicht so wichtig. Jetzt brauchen wir eine Initiative. Und meine große Sorge ist, wenn die Initiative natürlich an der Seite der Ukraine nicht von uns kommt, kommt sie von Trump. Und das wird schlimmer für die Ukraine.
Ja. Aber vielleicht lassen wir die Ukraine selber entscheiden, was sie machen will. Ja, das ist, glaube ich, das Kernprinzip der Souveränität. Aber ich glaube nochmal, ich glaube, dass es ein Irrtum ist, zu glauben, dass Russland verhandeln will. Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen abläuft an Kontakten. Aber wenn Sie sich die offiziellen russischen Statements angucken, wo sagt, mit der Regierung wird nicht verhandelt und wo regelmäßig wiederholt wird, dass die Ukraine als Staat so keine Existenzberechtigung hat. Und natürlich wird der Krieg irgendwann mit Verhandlungen enden. Das ist in der Regel fast immer so. Ne? Aber die Frage ist ja, auf welchen Vorbedingungen sie aufbaut. Und was Russland jetzt als Vorbedingungen sagt, sind Anerkennung der völkerrechtswidrigen Annexion der vier Gebiete plus der Krim. Und erst danach kann man verhandeln. Das ist dann aber kein Verhandeln mehr, ist Kapitulation. Aber das haben Sie ja eigentlich gerade eben vorgeschlagen. Nein, überhaupt nicht. Ich habe gesagt, wir schlagen unter einer bestimmten Bedingung mit Fristsetzung, die Sie nicht verlängern können, einen Waffenstillstand vor. Und dann verhandeln wir. Und zwar können wir da ja auch Druck machen, auch auf Russland, auch die sogenannte Dritte Welt, weiß ich selbst, wie Brasilien und Südafrika etc., damit die Ukraine in ihrer Souveränität bestätigt wird. Wenn wir es nicht machen, ich sage es nochmal, dann werden die Initiativen von Trump kommen, wenn der gewählt wird. Und die den großen Fehler, Biden erneut aufzustellen. Also vielleicht hätte man dann jüngeren Geeigneten finden können, aber das geht mich alles nichts an. Aber wenn das passiert, dann sage ich Ihnen, passiert mit der Ukraine eine Katastrophe. Noch hätten wir es im Griff, die Verhandlungen auf anderer Ebene zu führen. Natürlich, da haben Sie völlig richtig, ohne Zustimmung der ukrainischen Führung geht das nicht. Aber genau darüber würde ich mit Ihnen reden, weil ich Ihr Schicksal sehe, vor und nach Trump. Und ich befürchte, wenn Trump nicht kommt, okay, sieht die Welt ganz anders aus. Aber ich befürchte, dass er kommt. Lassen Sie uns doch noch mal gemeinsam auf die Situation in der Ukraine schauen. Es gibt sehr unterschiedliche Aussagen, Frau Major, darüber, wie viele Opfer dieser Krieg bisher schon gefordert hat. Da ist auf russischer Seite, die einen sagen 70.000. Die ukrainische Militärführung spricht wiederum von 300.000 gefallenen russischen Soldaten. Auch 70.000 ukrainische Soldaten sollen schon gestorben sein. Welche Zahl halten Sie mit den Informationen, die Sie bekommen, für realistisch? Ich kann es Ihnen nicht sagen, weil die Quellenlage wirklich schlecht ist. Wir versuchen als Wissenschaftler immer dieses Drei-Quellen-Prinzip zu machen. Ich muss mindestens drei Quellen haben und dann irgendwo in der Mitte stimmt es wahrscheinlich. Ne? Es gibt Berichte, dass allein bei Avdijewka Russland über 40.000 Verluste hat, die jetzt geräumte Stadt, wo aber auch nicht ganz klar ist, ob das Gefallene, Unverwundete, das wissen wir nicht. Ja. Was wir aber gesehen haben seit Beginn des Krieges, dass Russland eine absolut menschenverachtende Art der Kriegsführung hat. Das haben wir in Bachmut gesehen mit diesen menschlichen Wellen, das haben wir jetzt auch noch Avdijewka gesehen, wo eine Stadt eingenommen worden ist. Das heißt, sie lassen ihre Leute ungeschützt laufen. Ja. Aber und das ist völlig recht mit den Zahlen. Wir haben heute gefragt, ob die Regierung ein bisschen einschätzen kann, wie viele Zivilisten im Gazastreifen ums Leben gekommen sind. Kann sie nicht. Mhm. Also sie sagt, die einen sagen so, die anderen sagen ich glaub, so. Du kriegst keine wirklichen Informationen. Mhm. Wir können es nicht genau einschätzen, aber wir sehen auf ukrainischer Seite beispielsweise, dass die mit militärischer Erfahrung, die beispielsweise auch 2014 schon dabei waren, oder dass die mit der militärischen Erfahrung und Ausbildung zu großen Teilen schon gefallen sind. Ja. Und dass es schwer wird, nachfolgende Kräfte angemessen auszubilden und auch langfristig auszubilden. Eine der Schwachstellen der Offensive war eben auch das Zusammenspiel der verschiedenen Einheiten, weil sie nicht genug Zeit hatten, das zu üben. Und deswegen ist diese Personalfrage, die Sie am Anfang schon angesprochen haben, ein zentrales Thema. Da sind wir auch dabei. Präsident Zelensky im Dezember war es, glaube ich, hat das Militär um die Mobilisierung von 500.000 zusätzlichen Soldaten bekommen, gebeten. Für wie realistisch halten Sie das, dass diese 500.000 zusätzlichen kommen. Ja, die große Frage, die sich die politischen Kreise in Kiew stellen, ist, wie wollen wir gegen Russland kämpfen, wenn wir dafür einer Diktatur ja immer ähnlicher werden müssen, wenn wir mit Zwang die Leute rekrutieren. Ja. Und Saluschny interessanterweise wurde nicht unpopulärer, als er das gefordert hat. Aber es ist natürlich eine wahnsinnig unpopuläre Maßnahme, die mit noch mehr Zwang durchgesetzt werden müsste, um die Leute dazu zu gewinnen. Aber das Problem sind nicht nur, darauf nochmal zu kommen, nicht nur die reinen Zahlen, wie viele Leute fallen, sondern wen Russland in diesen Krieg schickt, das sind die Leute von der Peripherie, das sind
Kontraktniki angeworbene aus Buryatien, aus den ärmsten Gegenden. Zum Teil auch Inhaftierte, die extra für den Krieg freigelassen wurden. Aber die sind, Zehntausende von denen sind schon tot. Es kämpfen Ausländer, es kämpfen Nepalis, es kämpfen Usbeken, es wird alles eingesammelt, was man irgendwie an die Front schicken kann. Mhm. Während auf ukrainischer Seite sind die gefallen, die größte militärische Erfahrung hatten. Und es sterben die, die einfach die engagiertesten sind, die sagen, ich kämpfe, ich mache das, ich gehe nach vorne und irgendwann ist man dann aber tot. Eigentlich dürfen Ukrainer zwischen 18 und 60 Jahren, also im wehrfähigen Alter, das Land nicht verlassen. Dennoch leben zum Beispiel in Deutschland 200.000 ukrainische Männer derzeit in dieser Altersklasse. In der gesamten EU schätzt man 600.000. Herr Gysi, sollten diese Männer an die Front oder ist es quasi ihr gutes Menschenrecht, vor Krieg und Tod sich hier in Deutschland zu schützen? Eine sehr komplizierte Frage, weil ich möchte ja auch niemanden zwingen, an einem Krieg teilzunehmen. Was leider bei Kriegen dann häufig geschieht. Bloß Leute, die du zwingst, die das eigentlich nicht wollen, sind dann auch als Soldaten, so hat es mir zumindest mal ein General erklärt, nicht besonders geeignet, weil ihnen der Wille fehlt zum Kampf. Das ist das eine. Nur eine Selbstverteidigung, die ist immer da, ist klar. Aber das heißt auch sich ducken und weniger den Mut haben, dann auch zu kämpfen. Was ich daneben finde, ist, dass die russischen Männer, die nicht am Krieg teilnehmen wollen und denen ja Gefängnis droht, gleich, wenn die abhauen nach Aserbaidschan, dass wir denen kein Asyl gewähren, sondern da wird gesagt, die wollen sich irgendwie drücken, haben sowohl die Union als auch die AfD erklärt, das finde ich nur vollständig daneben. Mhm. Wir müssten doch, wenn wir gegen den Krieg sind, die Russen, die nicht daran teilnehmen wollen, auch ein bisschen schützen. Aber ist die Frage mit den Ukrainern ist sehr schwer. Weil wenn wir sie zwingen zurück, und die Ukrainer sie dann unternehmen und sie entweder bestraft werden oder sie in den Krieg ziehen, ist das keine leichte Entscheidung. Wenn wir sie behalten, ist es auch keine leichte Entscheidung. Die CDU, also ich gebe zu, dass beide Entscheidungen nicht besonders glücklich sind. Die CDU zum Beispiel, der Kollege Kiesewetter, schlägt vor, Sanktionen gegen diese Ukrainer, die hier sind, zu verhängen, etwa das Bürgergeld zu streichen. Was halten Sie davon? Naja, das kann man machen, dann finden die andere Wege. Also das ist meine Überzeugung. Wissen Sie, ich kenne diese Leute. Das ist auch alles, was wir mit Drittstaatenregelung sagen. Ich habe jetzt ein wissenschaftliches Gutachten gelegen, dass 2 Milliarden Menschen 2050 wegen Klimaveränderung dort nicht mehr leben können, wo sie heute leben. Mhm. Dann nützen uns unsere ganzen Vorschriften nicht. Die finden Wege. Und so finden dann auch Ukrainer ihre Wege. Leider dann oft Kriminelle. Das heißt, wenn du etwas entziehst, musst du dich immer damit abfinden, dass die Menschen dann zu anderen, sagen wir mal, Handlungen neigen, um ihr Leben irgendwie einigermaßen fristen zu können. Alles nicht leicht. Ja, die ukrainische Armee ist immer noch am Ende des Tages eine Freiwilligenarmee. Mhm. Das hat sie stärker gemacht, flexibler. Die brauchen niemanden, der mit der Waffe hinter ihnen steht, um etwas zu tun, sondern die entscheiden relativ dezentral, machen wir das, machen wir das, machen wir dieses. Und das ist eine Stärke, die fatal wäre aufzugeben. Und die Gretchenfrage dürfen wir die auch nicht zurückschicken, denn die müssen ja gar nicht zur Armee, wenn sie nicht wollen. Aber das ist ja nur vor Bomben und Raketen. Ja, die Gretchenfrage für die gesamte Ukraine ist, wie schaffen wir es, mehr Männer oder auch Frauen dazu zu gewinnen, sich an der Armee zu beteiligen? Aber wenn wir einen Waffenstillstand hätten, dann kann man den Ukrainer sagen, jetzt müssen sie zum Aufbau des Landes. Dann wäre alles gut. Wenn sie den selber wollen. Ne? Gleich noch mal einen Satz dazu sagen. Ich glaube, ein Schlüsselelement für erfolgreiche Waffenstillstände oder auch zukünftige Friedensordnungen ist, dass diese als gerecht empfunden werden. Ja. Und wenn wir uns zurückerinnern an Minsk, sind die nicht als gerecht empfunden worden und sie sind auch nicht umgesetzt worden. Das Minsker Abkommen ist ja auch von der Ukraine nicht eingehalten worden. Das heißt, die Lehre, die man ziehen kann aus den letzten 10 Jahren, Russland hat sich an keine einzigen der Abkommen gehalten. Und die vorherigen Abkommen sind nicht als gerecht empfunden worden und sie wurden nicht umgesetzt. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ihr macht jetzt ja mal einen Waffenstillstand, weil uns das ehrlich gesagt zu anstrengend wird, dann ist die Chance, dass das hält, enorm gering. Nein, ich glaube einfach, dass wir uns völlig klar machen müssen, dass es an der Ukraine ist, das zu entscheiden. Na klar sind wir vor einem riesengroßen Dilemma. Wir haben das Dilemma, es gilt darum, Leben zu schützen und es gilt darum, die Ukraine als Staat zu schützen. Wie bringen wir das voreinander? Das andere Dilemma ist, wann kippt Verteidigung
übertrieben formuliert, in Selbstmord um. Ist auch ein Dilemma, ne? Aber im Endeffekt hat die Ukraine bislang eine Entscheidung getroffen. Und wer sind wir, die wir sagen, unsere ethische Überlegung ist aber besser und wichtiger als die der Ukrainer? Ja. Mein Punkt ist einfach nochmal darauf hinzuweisen, dass es eine Entscheidung der Ukraine ist. Und wenn man sie zu irgendwas zwingt, wie es bei Minsk der Fall war, dann wird das nicht belastbar sein. Und der andere Punkt ist, dass ich keinerlei Indikation sehe, dass Russland ein Interesse hat, aufzuhören, weil es ja gerade, Sie haben das angesprochen, sehr gut läuft. Wir kommen mit der Produktion nicht nach. Die Personalsituation ist schwierig. Eventuell wird Trump gewählt. Und dann wird es noch schwieriger. Ja. Aus russischer Sicht lohnt es sich doch viel mehr einfach zu warten. Dann können wir erst recht die Initiative ergreifen. Dann würde er ja Nein sagen, dann stehen wir auch moralisch ganz anders da. Wenn er aber Ja sagt und wir einen Waffenstillstand bekommen, haben wir viel bessere Verhandlungschancen. Ich meine, ich muss natürlich die ukrainische Regierung davon überzeugen, da haben Sie völlig recht, aber genau das würde ich versuchen. Mhm. Viel bessere Verhandlungschancen, als wenn wir warten, bis ein Trump das auf seine Art und Weise erreicht. Ich glaube, dann hat die Ukraine viel schlechtere Karten als heute. Den Gysi-Plan jetzt einfach mal so stehen und gucken weiter auf die Situation in der Ukraine. Ein großer Unterschied, auch anders als in den Monaten nach Kriegsbeginn, scheint es auch an der politischen Führung des Landes nicht mehr die große Einigkeit, alle haken sich unter, zu gehen. Präsident Selenskyj steht immer häufiger in der Kritik. Wie sehen Sie seine Position, Herr Reuter, und wie ist die Stimmung im Volk ihm gegenüber? Es gab schon ziemliches Entsetzen, als Saluschny abgesetzt wurde. Weil der Verteidigungsminister. Der Generalstabschef. Dieser bärige Verteidiger von Kiew, der Ukraine, weil es eben wahrgenommen wurde, als jetzt geht es nicht mehr um die große Einheit. Und die Ziele der beiden sind ja eigentlich nicht unterschiedlich. Die wollen beide die Ukraine befreien. Ja. Aber jetzt geht es zurück in die Politik, weil Selenskyj hat Angst, dass Saluschny in die Politik geht, wozu er ihn jetzt erst recht getrieben hat. Und deswegen entlässt er ihn vorher und schwächt aber damit die Verteidigungsfähigkeit. Es gibt halt wenig gute Nachrichten. Der Erfolg, der kann immer viele Väter haben, aber bei der Niederlage, da beginnt dann die Spaltung. Und das ist das Kernproblem der Zeit. Der Zeit, die vergeht, die Leute sterben, aber es sieht eben nicht so aus, als ob es einem Sieg, einer Befreiung immer näher kommt. Und ich bin ja eher Experte für zerfallene, für dysfunktionale Länder. Und ich fand es extrem beeindruckend zu sehen, wie geeint, wie unglaublich mobilisiert stark die Ukrainer waren, obwohl das ja ein eher disparater Staat ist, der aus ganz vielen Teilen zusammengesetzt wurde, was für eine Kraft dieses Volk entfaltet hat, zu sagen, so, wir verteidigen uns gemeinsam, wir helfen uns dagegen. Ja. Das ist auch eine Hypothek, weil wenn die das Gefühl bekommen, wofür? Es hat ja nichts gebracht, weil man das Gefühl hat, aus dem Ausland kommt zu viel Druck, es wird nichts mehr geliefert, man wird Russland mehr oder minder geopfert, oder weil sie das Gefühl haben, es wird Selbstmord weiter zu kämpfen, weil wir sind einfach zu schwach. Wenn dieser Zusammenhalt erlischt, was haben wir denn dann eigentlich für eine Ukraine? Dann haben wir einen zerfallenden Staat, wo Russland sich Teile greift. Dann haben wir Flüchtlinge, die überhaupt nicht mehr zurück wollen. Dann haben wir etwas Grauenvolles. Mhm. Und diesen Zusammenhang, wir sollten das im Kopf behalten, was für etwas Kostbares wir dort haben. Ja, wir wollen aber gucken, wie die Lage dort ist. Und dazu gehört auch die Kritik zum Beispiel von Kiews Bürgermeister Klitschko an Präsident Selenskyj. Er hat gesagt, nach eigenen Angaben, Klitschkos Angaben, 2 Jahre hätte er nicht mehr mit ihm gesprochen. Die Wahlen in der Ukraine sind aktuell ausgesetzt. Und Klitschko sieht die Demokratie dort in Gefahr. Ist Klitschko schon im Wahlkampfmodus, weil er selbst Präsident werden will? Oder warum stellt er sich so demonstrativ gegen Selenskyj? Klitschko war immer im Wahlkampfmodus. Also Klitschko war, so ich es wahrgenommen habe, wann immer ich in Kiew war oder auch sonst, Klitschko war immer derjenige, der gesagt hat, naja, also das, ich bin hiermit nicht einverstanden, ich bin damit nicht einverstanden. Na, ganz am Anfang gab es schon diese Einigkeit. Ja, okay, in den ersten Wochen vielleicht. Ja. Aber jetzt sprechen wir über einen Zeitraum von 2 Jahren. Aber Klitschko war der Einzige. Warum macht er das denn? Er möchte auch mal Präsident werden. Oder zumindest als Königmacher dort auftreten können. Aber Klitschko war der Einzige. Und jetzt hat man das Gefühl, es werden mehr und es wird mehr, es geht wieder mehr um Politik und um Macht.
Und das kann natürlich fatal sein. Frau Major, im Deutschen Bundestag wird morgen ein Antrag der Ampelkoalition beschlossen mit erstaunlich klaren Worten, wenn man dort mal reinschaut. Da ist zum Beispiel festgeschrieben, dass die Russlandpolitik ein Fehler war. Das heißt, die Ukraine müsse gewinnen. Auch die Krim solle zurückerobert werden. Es wird auch von neuen, weitreichenden Waffen, die geliefert werden, gesprochen. Explizit nicht darin ist die Ankündigung, auch Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Und die Frage an Sie, wie hilfreich wären diese Taurus für die Ukraine? Also um ein Thema abzuräumen, es gibt keine Gamechanger-Waffen. Ja? Also das wird immer wieder kolportiert, aber kein einzelnes Waffensystem, weder der Kampfpanzer noch der Taurus, entscheiden alleine den Krieg. Das ist Murks. Ja? Sondern es geht immer um das Paket. Mhm. Und man könnte jetzt, auch wenn man mich fragen würde, was ist denn das, was Sie am meisten brauchen, würde ich wahrscheinlich sagen, Artilleriemunition, Wartung, elektronische Kampfführung, Drohnen. Ne? Das heißt, der Taurus, Marschflugkörper, ist Teil eines Paketes. Was ihn so besonders macht, ist, dass er weiter reicht und andere Qualitäten hat als die französischen Scalp und die britischen Storm Shadow, die so in der gleichen Familie sind. Das heißt, es wäre tatsächlich eine sehr hilfreiche Waffe, um weit hinter die russischen Linien zu zielen, dort Logistik, Gefechtsstände, also was wie die Kertschbrücke zum Beispiel zu zerstören, um Russland nachhaltig zu schwächen und damit weitere Befreiung hoffentlich irgendwann der Gebiete vorzubereiten. Wir haben gesehen, dass die Ukrainer mit den britischen und französischen Marschflugkörpern wirklich große Erfolge erzielen konnten. Also der Angriff auf das Hauptquartier der Schwarzwaldflotte auf der Krim war zum Beispiel mit einem dieser beiden Marschflugkörper, ich glaube Storm Shadow oder vielleicht auch Scalps, weiß ich nicht. Das heißt, es würde ihr sehr helfen. Und deswegen sage ich ehrlich, kann ich nicht nachvollziehen, warum es nicht gemacht wird. Und die Eskalationsgefahr auch erhöhen, Herr Gysi? Wahrscheinlich. Aber ich bin kein Militärexperte. Ich kenne mich da nicht aus und will auch gar nicht so tun, als ob ich einer bin. Es reicht ja schon, dass Baerbock und Habeck immer so tun, als ob sie Militärexperten sind, was ich ihnen auch nicht abnehme. Aber ich will nicht dazu gehören. Ja. Wissen Sie, weil Sie gesagt haben, die ukrainische Führung muss das entscheiden. Am Beginn hat ja Selenskyj gesagt, er verhandelt noch mal neu mit Russland über das Donbassgebiet, weil das ja autonom werden sollte, laut Minsk II, was da nicht passiert ist. Und dann hat der Westen ihm gesagt, nee, pass auf, das geht nicht, wir unterstützen dich etc. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir am Beginn ja durchaus Einfluss auf den Verlauf hatten. Ja. Und wenn wir uns dann zurückziehen oder jetzt nicht selbst die Waffenstillstands- und Friedensinitiativen ergreifen, sondern abwarten, bis eben höchstwahrscheinlich oder zumindest ziemlich wahrscheinlich der Trump das Ganze macht, finde ich das auch unverantwortlich, auch unverantwortlich gegenüber der Ukraine. Es gibt Kann ich eine... nochmal diese Eskalationsfrage aufnehmen, weil ich die wichtig finde? Machen Sie es bitte, dann wir haben nehme die französischen, ich mein Thema wieder auf. Wir haben die französischen und die britischen Marschflugkörper, die geliefert worden sind und die beispielsweise die Krim angegriffen haben. Ich hatte eben das Beispiel Schwarzmeerflotte, Hauptquartier gegeben. Das hat zu keiner noch stärkeren Reaktion von Russland geführt. Russland zerstört das Land sowieso seit dem erneuten Überfall am 24.02. Deshalb, glaube ich, kann man relativ klar sagen, die Eskalation, die man als Grund anführt, hat in den Fällen von Frankreich und Großbritannien nicht stattgefunden. Aber Sie sagen ja selbst, die Rakete ist ja viel weitreichender. Und wenn die bis nach Moskau reicht oder was, ich habe keine Ahnung, dann ist das natürlich eine Eskalation. Herr Gysi. Die Franzosen und die Briten haben beispielsweise juristisch festgelegt, wo sie eingesetzt werden können. Die ukrainische Führung hat angeboten, dass man jedes Ziel und den Einsatz genau besprechen kann. Es gibt aus ukrainischer Seite doch überhaupt keinen Anreiz, diese Waffe anders einzusetzen als besprochen. Wenn Sie sich das ukrainische Verhalten seit Beginn des erneuten Überfalls 24.02. ansehen, haben Sie sich an die Abmachung mit den westlichen Unterstützerstaaten gehalten. Wir haben auch gesehen, dass Russland eskaliert, wenn es eskalieren möchte. Wir haben es gesehen über die letzten Wochen, dass die unheimliche Angriffswelle auf das gesamte Land, auf die Städte stattgefunden haben, wenn es Russland so entscheidet. Na klar, die wollen also auch zum Ausdruck bringen, dass sie überlegen sind und dass es keinen Sinn hat. Das ist mir schon klar. Das ist ja im Krieg immer so, wie ich ja auch die anderen Erfolgsmeldungen. Ich habe sie immer alle mit großer Vorsicht genossen, weil im Krieg, glaube ich, stirbt immer als erstes die Wahrheit. Aber dann müssen Sie mir trotzdem mal sagen, wie sollen denn die Ukrainer, eine andere Initiative. Wie sollen denn die Ukrainer ihr Land befreien, wenn das Gegenüber ganz offensichtlich daran kein Interesse hat? Mit Verhandlungen hat es nicht geklappt. Wie
kriegen sie denn sonst das Land nicht weit? Ich sag mal, Minsk II ist auch von der Ukraine vertreten. Wir reden jetzt aber nicht über Minsk II, sondern wir reden über die aktuelle Situation. Ja, und sie da haben ist ja gesagt, nicht dass klar, es mit Verhandlungen nicht geklappt hat. Und sie dürfen bei einer Friedensverhandlung nie das Territorium herausrücken. Man kann über die Wiederzulassung der russischen Sprache diskutieren, über doppelte Staatsbürgerschaften, über alles Mögliche. Sehen Sie mal, und wenn wir Vermittler haben wie Lula oder wie aus Brasilien oder Südafrika, da ist ja Russland auch an guten Beziehungen zu diesen Ländern interessiert. Und wenn die Vermittler sind und die dann sagen, nee, hier müsst ihr auch mal nachgeben etc., das kann dann auch Russland beeindrucken, wenn das Scholz oder Macron sagt, das wird die nicht mehr beeindrucken. Nicht, da haben Sie recht. Aber bei den anderen Staaten, auf die sind sie ja angewiesen, gerade bei BRICS etc., sie brauchen Brasilien, sie brauchen Südafrika. Deshalb könnten die eine Rolle spielen, wo Russland dann eben auch nachgeben muss. Hat aber nicht funktioniert. Es gab die afrikanische Friedensdelegation in Moskau, es gab das in die Initiative des Vatikan, es gab die brasilianische. Russland hat ganz klar gesagt, wenn wir einen Waffenstillstand haben, dann können diese Mächte auch ihre Kräfte gegenüber Russland ausspielen. Also es kann ja sein, dass das alles schwierig ist. Ich möchte nur warnen davor, wenn wir weitermachen und uns auf 10 oder 20 Jahre Krieg einstellen, letztlich ist Russland dann der Ukraine überlegen, weil sie einfach mehr Personal haben. Letztlich wird die Bereitschaft des Westens abnehmen, das merken wir jetzt schon. Und ich denke nicht nur an Ungarn, ich denke auch an Frankreich und andere Länder. Und vor allen Dingen habe ich die Sorge, dass Trump Präsident wird und dass der seine... Ganz kurz, letztlich waren wir auch bei der Frage, ob dieser Krieg zum Beispiel durch Taurus-Marschflugkörper auf russisches Territorium getragen werden kann. Und da gibt es eine interessante Wortmeldung des CDU-Kollegen Kiesewetter erneut, der eben sagt, der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Es ist an der Zeit, dass die russische Bevölkerung begreift, dass sie einen Diktator hat, der die Zukunft Russlands opfert. Frau Major, was halten Sie von dieser Aussage? Die Zerstörung von Militäreinrichtungen, also beispielsweise von Flugplätzen oder von Gefechten, ist völkerrechtlich gedeckt, weil Russland die Ukraine angegriffen hat. Das heißt, das zu machen, ist völlig okay. Zivile Ziele anzugreifen, fällt immer noch unter Völkerrecht? Nein, natürlich nicht. Aber die Zerstörung sozusagen der Basis, also von der aus Russland militärisch angreifen kann, wie die Flugplätze, sind völkerrechtlich gedeckt. Die Ukraine hat aber auch sehr klar gemacht, dass sie dafür keine westlichen Waffen nimmt, weil sie natürlich über die Befindlichkeiten der westlichen Unterstützerstaaten weiß. Kann man das so gut trennen? Also sie können einen militärischen Flugplatz sehr wohl... Also sie meinen die Waffensysteme. Ich glaube, die Frage ist, ob es sinnvoll ist, das so klar zu trennen. Da müssen wir vertrauen auf die Ukraine. Ja, nee, ich glaube, der Punkt ist ein anderer. Wenn wir sagen, dass Völkerrecht uns wichtig ist und wir es schützen wollen... Dann sollte es diese Auflage gar nicht geben. Dann sollte es meines Erachtens diese Auflage nicht geben, weil dann hat die Ukraine das Recht, die militärischen Einrichtungen, von denen der Krieg in die Ukraine getragen wird, die zu zerstören. Nochmal nur kurz zur Erinnerung, was Russland macht, die Bombardierung der ukrainischen Städte, das sind keine Militäranlagen. Das ist die zivile Infrastruktur, die man braucht, mit dem Ziel, die Ukraine in die Zermürbung und in die Aufgabe zu bombardieren. Das ist ein systematisches Vorgehen. Also das sollte man auch noch mal daran erinnern. Es geht nicht darum, auch ist es wichtig zu sagen, unter der russischen Besatzung findet eine aktive Entukrainisierungspolitik statt. Mit einem Verbot der ukrainischen Sprache, mit einem Ausschalten der ukrainischen Kultur, mit Ansiedlung von anderer Bevölkerung. Russland behandelt diese Gebiete nicht als Verhandlungsmasse, sondern es behandelt diese Gebiete als Russland. Es gibt neue Schulbücher, es gibt neue Karten. Es wird in ganz Russland als Russland bezeichnet, nicht als Verhandlungsmasse. Nochmal an Herr Gysi die Frage, wenn die Ukraine Stellungen auf russischem Boden, Militärlager bombardiert, gehen Sie damit? Das ist völkerrechtlich legitim, da stimme ich ihr zu. Aber ob es klug ist, weiß ich nicht, weil die können ja auch eskalieren. Das darf man nicht vergessen. Und wenn Russland eskaliert, kann das wiederum für die Ukraine ungeheuer tragisch sein. Ich nehme an, dass solche Überlegungen im Kopf von Scholz eine Rolle spielen. Aber wie ich Scholz kenne, fällt er letztlich doch um und macht es. Und dann werden wir sehen, ob das nicht doch zu einem Missbrauch führt, der uns dann auch wieder viel kostet und zu einer Eskalation seitens der russischen Seite führt. Wir denken nur noch in Form des Krieges. Und ich möchte gerne, dass wir wieder anfangen, darüber nachzudenken, wie wir zu einem Waffenstillstand und zu einem Frieden kommen. Das wäre mir wichtig. Es gibt den 10-Punkte-Plan, den der Präsident Zelensky vorgeschlagen hat. Dazu gibt es Arbeitsgruppen, die haben sich getroffen in Kopenhagen, in Malta, in Jeddah. Die treffen sich weiter, da wird ausgearbeitet,
was gemacht werden kann. Auf den 10-Punkte-Plan hat die russische Regierung bislang nicht reagiert. Und da gibt es ja sehr klare Vorstellungen, wie man das umsetzen kann. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass diese Angriffe auf russische Militärziele ja bereits stattfinden. Ja, also auf dem Flugplatz Engels. Ja. Das heißt, sie finden statt und die Eskalation, von der Sie eben gesprochen haben, die macht Russland ja sowieso. Das heißt, wenn man sagen würde, man kann das nicht machen, weil Russland eskaliert, das stimmt ja offensichtlich nicht. Ne? Nochmal also Sie sagen, das Beispiel. Es findet schon statt und die Eskalation findet auch statt. Genau. Also findet ja doch eine Eskalation statt. Ja, aber zu sagen, man kann es nicht machen, weil dann kommt Russland und zündet irgendwas. Herr Gysi hat Angst vor der Atombombe. So ist es zum Beispiel. Wer hat nicht, alle haben Angst. Es ist völlig normal, vor einer Bombe, die absolute Zerstörung bringen kann, davor Angst zu haben. Das ist völlig normal. Die Frage ist aber, lassen wir uns selbst abschrecken bei dem, was wir machen oder nicht? Und es kann auch sehr gut sein, dass man in diese Selbstabschreckung verfällt und damit viel schlimmere Kosten in Kauf nimmt. Also ich meine, ich verweise nochmal darauf, Sie waren in Butscha und Irpin. Ja. Dort haben Sie... Da gab es einen Widerspruch, will ich Ihnen nur erklären. Sie haben einen Widerspruch ausgemacht, dann erklären Sie uns den mal kurz und knapp. Ich war in Butscha und da wurde gesagt, es ist völlig unverständlich, dass die Russen nur die Zivilbevölkerung getötet hat, denn die Ukrainer waren ja freiwillig abgezogen. Sie hatten Butscha aufgegeben und die Russen kamen rein und haben dann die 300 etc. ermordet. Aber das leuchtete mir ein. Dann haben sie uns einen Panzerfriedhof gezeigt. Dann habe ich sie gefragt, na, aber wenn sie schon zurückgezogen waren, wieso sind dann so viele russische Panzer zerstört? Also dort. Und daraufhin wurde mir erklärt, was mich und auch Trabert, Professor Trabert, umgehauen hat. Da haben sie gesagt, na ja, bevor die Russen kamen, kamen die Truppen von, wie hieß dieser komische General, der inzwischen tot ist? Prigozhin. Ja, Prigozhin. Und da haben die Russen den Ukrainern gesagt, dass der kommt. Daraufhin haben sie den Prigozhin bekämpft, dabei die Panzer zerstört. Dann sind sie abgezogen und dann sind die Russen gekommen. Da habe ich nichts mehr verstanden, ehrlich gesagt. Und ja, ich glaube, Herr Reuter versteht auch nichts mehr. Und da, fragen Sie mal, schauen Sie sich den Friedhof an und lassen Sie sich erklären, welche Panzer das sind. Das sind Prigozhin-Panzer, haben Sie mir erklärt. Und der Tipp sei von den Russen gekommen. Ich habe gar nichts mehr verstanden zu trabern und habe gesagt, jetzt muss ich mich hier dolus eventualis und äußern. Ändert das irgendwas an der Realität? Aber ermordet haben die Zivilisten, das stimmt. Dann habe ich sie gefragt, wie aber viele von Prigozhin... Aber warum erzählen Sie dann die Geschichte? Ja, nur damit ich verstehe. Weil ich sie gefragt habe, wie Prigozhin schon umgebracht hat. Und dann haben sie gesagt, das wissen sie nicht. Also sie können nicht unterscheiden, wie viel von der einen Armee oder der anderen, jetzt, wobei die eine Armee genauso unter Verantwortung von Putin steht. Also in Butscha, aber auch in anderen Orten, sind Zivilisten umgebracht worden. Ja. Zum einen, weil eine Soldateska dort geplündert hat und einfach Leute erschossen hat, weil sie deren CD-Spieler, Waschmaschine, Kühlschrank mitnehmen wollte. Und das andere war, dass die Zivilisten als Informanten galten und das auch waren und an die Ukrainer weitergegeben haben. Da steht ein Panzer, da haben die einen Stützpunkt, da haben die das und dann haben die Ukrainer das beschossen. Was zu einer Eskalation geführt hat, dass Zivilisten einfach nach 15 Uhr auf der Straße erschossen wurden, wenn sie da waren. Mit der Prigozhin-Truppe und den russischen Soldaten. Das war unverständlich, was mir erklärt wurde. Das ändert nichts am Gesetz. Es ändert nichts daran, dass Menschenrechtsverletzungen... Okay, jetzt habe ich es verstanden. Wenn selbst Herr Gysi sagt, es sei irrelevant, können wir uns guten Gewissens der nächsten Frage widmen. Herr Reuter, nach all den Gesprächen, die Sie auch an der Front geführt haben, dem Mangel, den dort auch herrscht, gesehen haben. Was bräuchte die Ukraine, um sich erfolgreicher den russischen Angreifern erwehren zu können? Ganz, ganz schnell Hunderttausende Drohnen, sogenannte FPV-Drohnen, First-Person-View-Drohnen. Die sind hier, ist im Hobbybereich bekannt, wo der Pilot mit einer Datenbrille wie im Cockpit der Drohne den Flug verfolgen kann. Das setzen beide in großem Maßstab mittlerweile ein. Die Ukrainer sagen, das ist unsere Artillerie geworden. Die werden mit Sprengstoff bestückt und dann auf ein Ziel gelenkt, geleitet. Das ist eine unglaublich billige Waffe. Die zerstört Geschütze, Fahrzeuge im Wert von Millionen zum Teil. Und die Russen stellen die im industriellen Maßstab her, die Ukrainer versuchen das, aber kommen nicht hinterher. Das ist etwas, was wahnsinnig schnell in großer Zahl gebraucht wird. Das nächste sind diese profanen Dinge,
Artilleriemunition. Danach sind es Störsender, um die Drohnen der anderen Seite zu blockieren. Und dann sind es diese weitreichenden Artillerie-Raketenwerfer, die in viel zu geringer Stückzahl geliefert wurden. HIMARS, 777, Caesar, die etwas können, was die russische Armee nicht im Arsenal hat, nämlich über sehr weite Distanz zielgenau zu sein. Das, was die Taurus-Marschflugkörper über noch weitaus größere Distanz könnten, um einfach so schnell wie möglich Territorium wieder zurückzugewinnen, respektive die Russen am weiteren Vormarsch zu hindern. Weil Zeit ist ein extrem wichtiger Faktor. Das, was hier immer verkauft wurde von der Bundesregierung als Besonnenheit, wir liefern, aber wir lassen uns immer ein Jahr Zeit, bis wir liefern, ist fatal gewesen. Hätte man schnell und entschlossen mehr geliefert, dann hätte es diese Surowikin-Linie, diese riesigen Minengürtel nicht gegeben im Süden. Dann hätte man schon vor anderthalb Jahren eine Offensive haben können, die auch den Süden in weiten Teilen wieder befreit oder die Befreiung der Krim ermöglicht. Dann hätte dieser Krieg tatsächlich schneller zu Ende sein können, weil in the long run kann Russland mehr produzieren, kann Russland mehr Leute schicken. Wenn das 10 Jahre dauert, da hat der Gysi recht, egal ob Trump oder nicht gewählt wird, dann wird von der Ukraine einfach nicht mehr viel übrig bleiben. Frau Major, wir sind schon auf der Schlussgeraden und es ist klar, wir alle wünschen uns baldigen Frieden. Wenn Sie realistisch auf die Situation in der Ukraine schauen, was ist das, von dem Sie befürchten oder glauben, wie die Entwicklung im Jahr 2024 sein wird? Meine Befürchtung ist, dass die Unterstützung aus dem Westen, die fehlende Unterstützung aus den westlichen Staaten dazu führt, dass die Ukrainer jetzt schon umplanen. Also die müssen ja jetzt schon anders planen, weil sie wissen, sie müssen damit ausgehen, dass das US-Paket nicht kommt. Dass sie in diesem Jahr noch mehr Gelände verlieren werden, dass sie noch mehr Personal, noch mehr Soldaten, noch mehr Menschenleben verlieren werden. Dass Russland die Angriffe gegen die Zivilbevölkerung fortsetzt und dass dann bei uns die Debatte in den westlichen Städten, in den westlichen Ländern wieder hochkommt, die Ukraine soll doch aufgeben und sich unterordnen, was meines Erachtens heißt, man überlässt die Ukraine der russischen Besatzung. Das ist meine große Sorge. Ich sage das deshalb so klar, weil ich glaube, dass die westlichen Staaten eine sehr große Handlungsfähigkeit haben. Weil in den zentralen Kriterien, die über diesen Krieg entscheiden, Personal, Ausrüstung, finanzielle Unterstützung, politische Unterstützung, die westlichen Staaten zentral sind. Ja, es sind ukrainische Soldaten, aber ausgebildet werden sie zu großen Teilen im Rahmen der EU, von den Briten, von den Amerikanern, von den Deutschen, von den Franzosen. Ausrüstung, alles, was Sie gesagt haben, plus Wartung, Ersatzteile, plus Luftunterstützung, elektronische Kampfführung, das kommt auch zu großen Teilen aus dem Westen. Da kann man auch die Koproduktion mit der Ukraine noch weiter unterstützen. Da ist aber auch der Westen zentral. Finanzielle Unterstützung, um den Staatshaushalt am Laufen zu halten, ist auch der Westen zentral. Und bei der politischen Unterstützung auch. Das heißt, wir können jetzt sagen, Öl steht schlecht. Wir können aber auch sagen, das hätte ich mir übrigens bei der Münchner Sicherheitskonferenz gewünscht, dass wir sagen, jetzt müssen wir noch mal uns richtig engagieren, um das Kosten-Nutzen-Kalkül der russischen Streitkräfte, der russischen Regierung zu verändern. Und deswegen finde ich diese Frage, naja, wie schlimm wird es denn? Denke ich mal, wir können es mitgestalten. Mhm. Und ich glaube, wir sollten uns das eher als Aufgabe setzen, die Ukraine in die Position zu bringen, dass sie den Krieg nach ihren Vorstellungen beenden kann und keine Kapitulation, kein Siegfrieden, kein Minsk III, was eine Kapitulation wäre, dass sie das nicht anerkennen muss. Herr Gysi, die abschließende Frage an Sie. Wenn Sie Bundeskanzler wären, viele sagen, Gott bewahre, ja. Würden Sie Wladimir Putin zu einem Friedensgipfel, zu Verhandlungen nach Berlin einladen? Nein, ich würde mit der ukrainischen Führung darüber sprechen, dass der Waffenstillstand jetzt für die Ukraine die beste Variante wäre. Sie muss sich dafür entscheiden und dass ich dann den Druck mit anderen Staaten zusammen auf Russland erhöhen würde, um tatsächlich zu einem Waffenstillstand zu kommen. Wenn es nicht gelingt, ist Russland daran schuld. Aber wenn es gelänge, dann könnte das viele Leben retten in der Ukraine. Ich will, dass das Töten, das Verletzen und die Zerstörung aufhören. Und zwar so schnell wie möglich und nicht in 10 Jahren oder in 15 Jahren. Und wenn Ihre Sorgen stimmen, die Sie sagen, dann ist es ja noch notwendiger, jetzt so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand zu kommen. Wir machen hier einfach mal fest, dass wir uns alle dasselbe wünschen. Wie man es erreicht, ist die andere Frage. Ich danke für die offene Diskussion. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Spitzengespräch gibt es auch als Podcast auf allen gängigen Plattformen. Bleiben Sie heiter, so gut es geht, und bis bald.